Ja, also erstmal vielen Dank für die interessante Debatte, für die Einsicht aller Redner, dass das Thema Sicherung unserer Trinkwasserversorgung wichtig ist. Das freut mich erstmal. Und auch vielen Dank an Herrn Minister Vogel, dass Sie eben der Überweisung unseres Antrags das Wort geredet haben, damit wir das dann in der Fachausschusssitzung alle zusammen mit allen Aspekten noch vertiefen und präzisieren können, damit wir da eine sichere Lösung für die Zukunft hinbekommen. Das finde ich sehr schön. Dann freue ich mich natürlich, wenn sich alle Fraktionen im Hause dieser Überweisung anschließen. Ich würde gerne auf einige Punkte, die hier vorgetragen sind, eingehen. Vorauszuschicken ist aber, die Anträge, die wir dieses Mal und auch im letzten Plenum hierzu eingebracht haben, die haben doch im Wesentlichen das Ziel, und ich weiß nicht, ob das bei allen verstanden worden ist, dass wir jeden Tropfen Wasser, den wir haben, möglichst vor Ort halten müssen und versickern müssen, damit wir unseren Grundwasserspiegel wenigstens stabilisieren können, vielleicht langfristig sogar wieder ansteigen lassen können. Das ist der Hintergrund. Und deswegen, Frau Hickel, was Sie gesagt haben, mir ist bekannt, dass die Landesregierung hier die regionalen Konzepte zur Wasserrückhaltung in Oberflächengewässern, flussgebietsbezogen im Rahmen der Hochwasser- und Niedrigwasserkonzeption derzeit erarbeiten lässt. Aber hier geht es eben nicht um Siedlungswasserwirtschaft. Und worum es hier geht, ist vor allem die Siedlungswasserwirtschaft, nämlich nicht irgendwelche Oberflächengewässer, sondern die privaten Gärten, die Wohnanlagen, die Gewerbeflächen und so weiter. Das haben wir in dem einen Antrag ja drin. Und Sie haben auch bemängelt, dass die gesetzlichen Regelungen, die wir hier angesprochen haben, für stehende und fließende Oberflächengewässer gelten würden. Ja, das ist so, aber der Knackpunkt kommt jetzt. Die Wasser- und Bodenverbände, die pflegen Gewässer auch dritter Ordnung. Das sind oftmals Grabensysteme, die einen großen Teil des Jahres trocken liegen inzwischen oder Teiche und Tümpel, die früher mal längerfristig Wasser geführt haben, auch jetzt oftmals trocken liegen und die vernetzt sind. Und da ich aus Schöneiche komme und wir da genau solche Systeme haben, kenne ich das sehr genau. Und hier geht es doch allein darum, in diesem Kontext, in diesen vorhandenen Grabensystemen, Teichen und Tümpeln, die in der Regel auch miteinander vernetzt sind, sicherzustellen, dass das Wasser, was noch vom Himmel kommt, gerade im Sommer mit Starkregenereignissen, dort wirklich zurückgehalten werden kann und eben nicht über Flüsse ins Meer abfließt. Und deswegen brauchen wir dort einfach nur Wehre, die sicherstellen, dass das Wasser in den Gräben stehen bleibt und langsam versickert. Dann noch ein kurzes Wort zu dem Paragraph 78. Frau Schwarzenberg hat es angesprochen. Sie haben gesagt, wir brauchen da eine das wäre ausreichend. Nein, aus unserer Sicht ist das nicht so. Es muss eben klar geregelt werden, eine Konkretisierung muss her, damit genau das, was ich eben beschrieben habe, den Wasser- und Bodenverbänden sozusagen in die Agenda geschrieben wird, dass sie das zusätzlich mit den vorhandenen Anlagen umsetzen müssen. Das ist auch ein äußerst geringer Aufwand, weil kleine Wehre in Gräben anzulegen, ist nicht enorm zusätzlicher Aufwand. Und wir können es uns nicht leisten, das Regenwasser, haben Sie gesagt, in Flüsse und Meer abzuleiten. Ja, genau das ist der Punkt. Deswegen haben Sie gesagt, wir sollen das soll als Prüfauftrag ins Modul Siedlungswasserwirtschaft aufgenommen. Sie sind die Einzigen, die von Siedlungswasserwirtschaft gesprochen hat. Das freut mich total, das hat sonst keiner getan. Das haben Sie schon mal verstanden. Deswegen freuen wir uns, wie gesagt, dass das Thema Siedlungswasserwirtschaft von einer Rednerin, die hier gesprochen hat, erkannt wurde. Das ist super. Und dass auch Sie gesagt haben, das müssten wir in den Ausschuss überweisen. Das ist zumindest mal ein Anfang. Von Hochwasser, also dass das Gesamtwasserkonzept Herr Senftleben im Arbeit ist, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass das, was da im Februar, März vorgelegt wurde und hier vorgetragen wurde, äußerst unzureichend ist. Alle Fachleute sagen, ihr habt schön den Antrag vom 26.08.2020 abgeschrieben, in Maßnahmenpakete gekleidet, anstatt es umzusetzen und wollt es jetzt in den nächsten Jahren irgendwann mal abarbeiten. Das ist zu spät. Wenn man weiß, dass das Wasser, was heute an der Oberfläche ist, zwischen 10 und 60 Jahren braucht, um im Grundwasser anzukommen, je nachdem, wo der Grundwasserleiter ist, dann müssen wir dringend tätig werden. Wir hätten schon vor 20 oder 30 Jahren tätig werden müssen, denn so werden wir zuschauen müssen, dass das Grundwasser in den nächsten Jahren, egal was wir jetzt tun, noch weiter absinken wird mit entsprechenden Folgen. Also ich will damit nur sagen, das Hochwasserkonzept, das Niedrigwasserkonzept, das Moorprogramm und so weiter ist mir alles bekannt, aber das sind eben Oberflächengewässer und hier geht es auch um die Regelungen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft. Und Sie haben auch ausgeführt, pauschale Forderungen zum Regenwassersammeln.
würden das verhindern, dass wir also zu Versicherungen kommen. Nein, es ist genau andersrum, Herr Senftleben. Es ist genau andersrum. Nur wenn wir wirklich fast jeden Tropfen Regenwasser, auch von Starkregenereignissen im Sommer, durch Rückhaltebecken, durch Grabensysteme, Teiche, Tümpel wirklich auffangen und dort halten, dann haben wir die Chance, dass es vor Ort versickert werden kann oder auch für die Landwirtschaft oder für die Gartenbewässerung genutzt werden kann. Also ist das Voraussetzung und deswegen müssten wir das auch dringend umsetzen. Ja, Herr Münschke hat kritisiert, dass in unserem Gesetzesantrag keine konkreten Maßnahmen beschrieben werden. Das ist richtig. Im Gesetzesantrag, also im Gesetzestext, kann ich natürlich keine Maßnahmen beschreiben. Das waren ja die beiden sachlichen und fachlichen Anträge, die wir im letzten Plenum gestellt haben, nämlich Regenwasserrückhaltebecken in den Kommunen zu fördern und zu bauen, flächendeckend, um eben das Regenwasser wirklich zurückzuhalten und nicht abfließen zu lassen und die vierten Klärstufen einzuführen. Zur Gesetzesänderung im Baugesetzbuch haben Sie gesagt, das sei unverhältnismäßig und ein Eingriff in die privaten Eigentumsrechte. Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns auch intensiv auseinandersetzen. Aber auch andere Dinge werden mit dem Baugesetzbuch und der Landesbauordnung vorgeschrieben, zum Beispiel entsprechende Dämmungen oder erneuerbare Energien, die im bestimmten Anteil bei Neubauten umgesetzt werden müssen. Und wenn wir nicht wenigstens bei den Neubauten anfangen, Regenwasser systematisch aufzufangen, zu sammeln und zu nutzen, dann werden unsere Grundwasserspiegel weiter absinken. Das ist der Mindestansatz, den wir machen müssen. Und deswegen muss man hier abwägen zwischen Eingriffen in das Eigentum, die an anderer Stelle, wie gesagt, für erneuerbare Energien und sonstige Vorschriften in der Bauordnung drinstehen, und der Erfordernis, mittel- und langfristig unser aller Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Ja, Herr Reuk, ich bin Ihnen ja total dankbar, dass Sie mich noch mal darauf hingewiesen haben, dass Sie das Wassergesetz in der 6. Legislaturperiode intensiv diskutiert haben und geändert haben und da schon ein bisschen was drinsteht. Das ist richtig. Aus unserer Sicht ist es aber nicht ausreichend, weil wir halten es für dringend überfällig, wenn wir wirklich unsere Grundwasserspiegel stabilisieren wollen, unser Trinkwasser langfristig sichern wollen. Und deswegen ist es ja, denke ich, überhaupt kein Problem, nach der Anhörung im ALUG, auf die Sie ja hingewiesen haben, dann das Gesetz noch mal entsprechend zu präzisieren und nachzuschärfen. Sie haben allerdings den total falschen Eindruck erweckt, als ob wir hier mit diesem Gesetzesänderungsvorschlag Überflutungen und feuchte Keller, wie Sie es formuliert haben wollten. Nein, wir wollen lediglich, dass in den vorhandenen Grabensystemen, Tümpelteichen, das Wasser aufgefangen wird und dort versickert wird. Das führt nicht zu irgendwelchen Rückstauen von vorhandenen Oberflächengewässern. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist mir auch bekannt. Und dann haben Sie gesagt, das Ganze ist aber nicht so einfach finanzierbar. Dann sage ich, okay, Sie wollen also Trinkwasservorsorge nach Kassenlage machen. Das halten wir für unverantwortlich und schlicht und einfach unfassbar. Und letzter Punkt. Ich finde es ja interessant, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, das kommt im ALUG. Wie alle wissen, war das beim letzten Mal, stand das schon im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klima auf der Tagesordnung. Da haben Sie als Koalitionsfraktion am Beginn der Sitzung das Thema von der Tagesordnung genommen. Sowohl die Umsetzung des Gesamtwasserkonzeptes als auch übrigens unser Antrag, gemeinsames Wassermenschen mit Berlin zu machen, aus dem Mai diesen Jahres, haben Sie wieder vertagt und wieder vertagt und wieder vertagt. Deswegen hoffe ich ja darauf, dass es diesmal am 19.10. wirklich ernsthaft zur Diskussion kommt, und bin total gespannt auf Ihre Stellungnahme, die Sie vorgetragen haben, was Sie also zusammenfassend aus dem halben Jahr Diskussion gelernt haben und wo wir gemeinsam was tun können, um unser Trinkwasser sicherzustellen und einen weiteren Rückgang der Grundwasserspiegel endlich zu stoppen. Dankeschön.